Ja, Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Und heute dreht es sich um das Thema Weltboss. Viele von euch haben mich angeschrieben, auf Line, in den Gruppen, teilweise privat, auch in den Kommentaren der anderen Videos. Wie machst du diesen Erzdämon? Ja? Wir haben also den Erzdämon, der den Flächenschaden ausübt. Und mit diesem Lady Leoprock, ja, sehen wir gleich in den Videos, die ich da vorbereitet habe. Und der ist echt tough. Also eins vorneweg, diese Taktik, die ich gefahren bin bei dem anderen Erzdämon, der nur den Angriff erhöht, ja, die funktioniert hier so nicht. Es geht, dass man ihn slowt, aber das bringt dir nicht viel, weil er hat die Eile und er löst immer aus. Sein Proc kommt pünktlich, den kannst du nicht verschieben, nichts tun, gar nichts machen. Und ja, wir schauen uns einfach mal an. Mein bester Try waren 117 Millionen. Ich habe ohne Baum gespielt, ja. Und wie ich mich dorthin gearbeitet habe, das schauen wir uns an. Das war echt ein harter Weg. Der Weltboss ist immer noch bei 55%, also wir sind da auch nicht schneller, ja. Und immerhin habe ich es mit meinen 117 Millionen auf Platz 71 der Rangliste geschafft. Da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Und alle anderen, die hier vorne, ja, Leute, die benutzen alle Elektriker, beziehungsweise in Englisch den Demogorgon, ja, die fahren diese Taktik und so. Ich tue es komplett ohne und ja, gehen wir also gleich rein in meine Tries, die ich gemacht habe, um mich dort hinzuarbeiten. Und wir haben ja viel Zeit, wir können den Boss gut analysieren. Und ja, also von daher, hier kommen die Monster, diese Minions, die haben diese Achterstreuung, die ist echt fies. Dann erhöht er seinen eigenen Angriff sowieso und er hat diesen Flächenschaden und Koma löst da auch aus, ja. Das steht, glaube ich, nicht in der Beschreibung hier drin so richtig, ja. Reduziert den eingehenden Schaden, fügt kontinuierlichen Schaden zu. Das ist dieser Lady Leoprock, ja. Er hat Eile, also der kommt sowieso. Immun gegen Koma, Stumm und Streuung sowieso. Sein erleidbarer Schaden ist auf 500.000 begrenzt. Naja, da komme ich kaum hin. Abklingzeit 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden kommt der nächste Proc. Jawohl. Und guck, und hier diese Augenfänger, die Minions erhöhen auch die Angriffsgeschwindigkeit des Ernstdämons, das sieht man auch. Und glaube, dass er Koma auslöst, sehen wir in einem Video auch ziemlich ganz genau. Ich habe es ganz langsam laufen lassen, also sehen wir es auch. Dieser ist ein knallharter Dämon. Und jetzt gehen wir rein in die Tries und schauen uns das an. Und dann komme ich dir den Rest hinterher, den ich da aufgenommen habe. War alles klar, Clash, bis dahin, tschüss. Ja, und da sind wir wieder rein in den Erzdämon. Hier seht ihr mein Team. Und ja, Gollum, Dudu zum Heilen, PD zum Stacken, Pirat zum Tanken, Baum zum Wiederbeleben und Tahina, um die Energie schnellstmöglich aufzufüllen, weil die Minions ja die Achterstreuung haben und auch den PD damit die Energie abziehen. So, da habt ihr den Proc, seht ihr es? Und jetzt bewegt sich, geht der PD erst ran und ihr habt schon gesehen, dass dort in diesem Proc des Dämons auch ein Stun mit Macht ist, der zwar nicht in der Beschreibung steht, aber wer den Lady Leo Proc kennt, der weiß es. So, jetzt ist Tina schon mal komplett umgefallen, ja. Jetzt wird sie wiederbelebt durch den Baum und die Strategie hier mit dem Baum ist ja bekannt. Du machst Wiederbeleben, Ruhen rauf, jetzt auch PD wiederbelebt durch den Baum, dass du so lange wie möglich durchhältst. So. Gollum, klar, der muss einfach hier den Schaden wegnehmen und wir brauchen die permanente Heilung. Er gibt uns auch ein kleines Schild, also das ist wichtig, ja, dass der Flächenschaden hier weggeht durch das Schild. Und ja, und dann kann man nur hoffen und beten, dass man so lange wie es geht irgendwie hier durchhält. So, ihr seht, dieser Dämon, er erhöht seinen Angriff wahnsinnig. Guckt an die Angriffsgeschwindigkeit, ja, wie hoch er sich dort selber pusht durch diese Eyecatcher und die Eyecatcher greifen natürlich alles an, was dort unter dem neben dem Dämon sich bewegt und das sind PD und das sind auch der Pirat. So, und da seht ihr es, da wird man gleich
umgenietet, da hast du kaum eine Chance. 1,5 Minuten, das sind jetzt 40,8 Millionen Schaden gewesen. Ja, und diesen Schaden habe ich über mehrere Tries nicht mehr schlagen können. Egal, was ich vermutet habe. Ja, egal, was ich vermutet habe. So. Wir gehen in den Heldenaltar, wir nehmen jetzt die Wiederbeleben-Runen runter vom PD und wir ändern auch, machen jetzt Erquicken-Runen drauf und dann nehme ich auch den PD raus aus der Schriftrolle, aus der Blitzrolle und mache ihn in den Kelch des Lebens. Meine Hoffnung ist die, dass durch das schnelle Erquicken, ja, und durch die eigene Heilung durch den Kelch des Lebens, er einfach etwas länger durchhält. Und der Baum belebt ihn ja sowieso wieder. Ja? Es wird Schutz gegeben sozusagen durch das Schild vom Gollum und das Schild vom Baum. Und nun schauen wir mal an, wie es hier läuft. So, gleiche Taktik wieder. Vorneweg den Piraten. Und da seht ihr schon, ja, jetzt kommt PD erst angelaufen und ihr seht auch, dass da ein Stun ausgelöst worden ist, eindeutig. Wir haben nachher noch einen anderen Schnitt von einem Video und da sieht man es ganz deutlich, dass auf jeden Fall der Stun damit vermacht ist. So, jetzt hat der Procky schon mal reingehauen auf den Haufen meiner Helden, die rechts vom Dämon stehen und da sind schon mal zwei gestorben. Durch die Wiederbeleben-Runen haben sie wiederbelebt. Ja, und jetzt sieht es hier eine halbe Minute relativ stabil aus und jetzt kippt Baum um. Und belebt sich natürlich selbst nicht wieder. Und auch Valentina ist tot und kann auch nicht mehr wiederbelebt werden. Und das ist dann natürlich Pech. Und dann fehlt uns ein Schild, dann fehlt uns das Wiederbeleben. Und dann geht da so gut wie gar nichts mehr. Ja, und ihr seht, es gibt jetzt zwei Orte, an denen der Proc einschlagen kann. Und zwar, habt ihr gerade gesehen, unter dem Dämon selbst und neben dem Dämon, da wo die anderen Helden stehen. Das wird noch ein wichtiger Fakt. Das probiere ich mit einer anderen Drop-Strategie auszukontern und mir das zunutze zu machen. Und das hat auch einmal gut funktioniert. Ja, so. Deshalb, man muss auch ein bisschen anders droppen. Haust du die alle auf den Haufen, hast du natürlich den Schaden komplett an allen Helden, die sich dort befinden. Ne? Es ist ja Flächenschaden. So, da seht ihr es, 1,5 Minuten gerade so irgendwie durchgehalten, 23 Millionen. Das geht natürlich gar nicht. So, wechseln wir rüber gleich in den nächsten Versuch, ja. Und jetzt nehme ich den Todesritter mit, ja. Ich habe jetzt also den Baum rausgenommen und dafür den Todesritter reingenommen und die Valentina rausgenommen und dafür den Eros reingemacht. So, Eros zum Schaden erhöhen und Energie auffüllen, ähnlich für Valentina, und den Todesritter, um ein Schild zu verpassen. Dachte mir, wir können mit diesem Schild das Koma auskontern, das er hier auch auslöst. Ja, so. Und sie bocken, es blockt ja auch einen Debuff, aber leider haben wir hier in dem Sinne gar keinen Debuff. Um es kurz vorweg zu machen, das Ganze funktioniert nicht so richtig, ja, und wahrscheinlich nur dadurch, dass der Eros jetzt dabei war und auch noch den Angriff insgesamt der Helden erhöht, kommen wir auf einen ähnlichen Schaden wieder von 40 Millionen. So, und ihr seht, alles ist relativ auf dem Haufen hier wieder gedroppt, ja. Das heißt, der Proc haut immer relativ mittig oder zentral hier rein, jetzt mal außen, und er trifft dadurch durch den Flächenschaden relativ viele Helden. Das ist ungünstig, habe ich festgestellt. Deshalb gibt es sozusagen im nächsten Versuch, glaube ich, eine andere Drop-Strategie. Die funktioniert oder hat einmal etwas besser funktioniert. Ja, hier sieht man auch schön, wie der Dämon wieder sich selber den Angriff erhöht durch die Minions und so. Wahnsinn. Also dieses Biest ist echt hart. Was gut ist, man kann eine Menge ausprobieren. Wir haben ihn relativ lange und ja, man kann eine Menge probieren. So, 40,5 Millionen war das Ergebnis mit dem Todesritter. Hat mich nicht zufriedengestellt. Ja, habe ich so auch mit ihm nicht mehr probiert. So, jetzt geht es nochmal hier rein in einem anderen Versuch, ein anderer Tag. Und hier nehme ich jetzt Pixie mit. Ja, gleiches Team,
Todesritter raus, Pixie rein. So, Pixie, um den Buff des Dämons runterzumachen, und sie ist ein Fernkämpfer, sie fügt dem Minions Schaden zu und sie heilt mein gesamtes Team. Und jetzt passt auf, wie ich droppe, ich mache es anders. Ich fange an, mit dem Pirat zu tanken und dann verteile ich im, wenn der Fokus auf Pirat liegt, verteile ich im Kreis rundherum mit ordentlich Abstand, seht ihr es, alles das, die anderen Helden, und haue dann den Schutz rein. Und ihr seht, jetzt bewegt sich erst wieder der PD, und da war auch der Stun vom Dämon. So, und jetzt machen wir es ganz nochmal in Zeitlupe. Also, PD, Pirat tanken. Dann läuft er dahin. Wenn der Fokus, die Aggro des Dämons auf dem Piraten liegt, das heißt, wenn er sich dort deutlich hinbewegt, das tut er jetzt, fange ich an, die anderen Helden im Kreis rundherum zu verteilen. So, und jetzt haue ich den Schutz rein, und jetzt seht ihr dort oben, kommt jetzt, da kommt der Proc auf PD. Jetzt habe ich einen Pfeil, den seht ihr jetzt gleich, da seht ihr es, da ist der Proc, und sie bewegen sich nicht. Und jetzt laufen sie erst hin. Alle anderen bewegen sich, aber die beiden nicht. So, also wir haben den deutlichen Beweis, es wird auch ein Stun ausgelöst. So, und jetzt ist die Hoffnung, dadurch, dass ich die Helden breiter verteilt habe, ja, und ich Range-Helden mitnehme, also so gut es irgendwie geht, ja, wird der Brock nicht nur auf zwei Stellen kann er einschlagen, sondern auf mehreren. Und meine Hoffnung ist die, ja, jetzt ist er, war gerade der Brock auf dem Dudu, der wird wiederbelebt. Ja, und meine Hoffnung ist die, dass dadurch, dass ich die Helden etwas breiter anordne, ja, jetzt hat man den Brock auf dem Piraten, durch die breite Anordnung, dass der, wie sieht man wunderbar, wie es schön im Kreis geht, dass im Prinzip nur ein Held oder maximal zwei Helden in Mitleidenschaft gezogen werden und nicht gleich drei oder vier, ja. Und ihr seht, der Proc kommt immer woanders. Am optimalsten natürlich auf den Gollum, ja, weil der ist Stun-immun und hält sich immer selber hoch, hat auch sein Schild an, jawohl. Und ihr seht, jetzt hat Dudu ihn zum zweiten Mal abgekriegt und er belebt sich nicht mehr wieder. Das ist schade. Ja, so, und ihr seht, zack, da oben wieder eingehauen auf den Eros, der wird jetzt wieder hochgeheilt. So, und jetzt haben wir fast anderthalb Minuten mit fünf Helden durchgehalten und das war es relativ gut. Jetzt habt ihr gesehen, unten wieder auf Gollum und Gollum tankt den Schaden weg. Ja, und wenn er oft bei Gollum einschlägt, dann habt ihr echt Glück. So, und das ist halt eben die Lotterie. Da könnt ihr nichts machen. So, jetzt hat PD, ist PD umgekippt. Zum zweiten Mal, und jetzt hat dabei Pixie eingeschlagen und jetzt kippt das ganze Kartenhaus um. Aber ich habe relativ gut zwei Minuten irgendwie durchgehalten. So, jetzt hat Gollum wieder den Schaden bekommen, ja, und das ist gut. Und durch diese Verteilung des Procs und Verteilung der Helden kann man besteht die Hoffnung und die Chance, dass man ein bisschen länger durchhält. Sagen wir es mal so, ja. Und das ist jetzt der Try. Und ihr guckt, ich konnte gut über zwei Minuten irgendwie durchhalten und der gesamte Schaden belief sich auf 117 Millionen. So. Nun versuche ich das Ganze nochmal. Ja. Das Problem ist, es funktioniert nicht noch einmal. Auch dazu müsst ihr echt viel Glück haben. Prinzip dasselbe, auf Pirat tanken. Und der die Aggro hat, jetzt alles im Kreis rundherum und dann den Schutz rein. So. Und ihr werdet gleich sehen, jetzt kommen die Procs des Dämons ganz anders. Ja. Und dann funktioniert es eben nicht mehr. Auch hier gibt es einen Glücksfaktor. Zack. So. Habt ihr gesehen? Ja, in die Mitte reingeknallt, da hat auch die Range nicht ein bisschen gestimmt. Zwei Helden haben wiederbelebt, schon mal. Ja, so. Jetzt hat es den PD erwischt, der kann sich nochmal hochheilen. So, und jetzt ist Dudu down, weil der war nämlich auch schon das einmal wiederbelebt. Dann fehlt mir also die Heilung. Jetzt kommt der nächste Proc. Zack, und
der haut natürlich auch gleich auf PD, ja, und PD ist, war dann schon vorhin tot, und wenn dir das passiert bei einer Minute, dann hast du halt Pech. Ist so. Ändert nichts. Ja. Ja, also jetzt wisst ihr es. Das war mein guter Try, den ich hier ja, glücklicherweise so hatte, und ich vermute, dass durch dieses auseinandergezogene Droppen die Chance etwas höher ist, dass man ein bisschen weiterkommt. Und ich nehme halt diese Range-Helden mit, um aus der Ferne den die Minions zu killen durch die Pixie, um Heilung zu haben und ja, auch den Dämon ein bisschen zu, den Buff zu entfernen. Ja, und ihr seht es, 1,5 Minuten, 38 Millionen Schaden. Und das war immer so die Grenze zwischen 38 und kurz über 40 Millionen. Lag es in allen anderen Versuchen auch. So, schauen wir das Team an. So, Gollum, Hartnäckigkeit ruhen, in Victors Abzeichen, Dudu, Wiederbeleben ruhen, im Kelch des Lebens, PD, Wiederbeleben ruhen, in der Schriftrolle des Blitzes, Eros, Wiederbeleben, im Kelch des Lebens zum Hochheilen. Der nächste ist die Pixie, auch mit Wiederbeleben ruhen, Artefakt, Victors Abzeichen und in der Mitte zum Tanken der Pirat, Life Drain ruhen und Kelch des Lebens.